Hallo, grüß dich. Heute mal das Thema Edelmetallpreise und wie verdient ein Edelmetallhändler sein Geld und worauf musst du achten? Wenn dich das interessiert, dann bleib dran bei diesem Video. Bis gleich. Ja, hallo, grüß dich. Heute soll es mal darum gehen, wie verdient ein Edelmetallhändler sein Geld und wie legt der eigentlich die Preise fest und durch was werden eigentlich die Preise festgelegt, denn es ist ja ganz interessant. Es gibt ja einige Edelmetallfans und ich bin auch Edelmetallfan, die fest davon überzeugt sind, dass man letztendlich die Edelmetalle, zum Beispiel die Silbermünzen, also das Gold des kleinen Mannes, ja letztendlich aus zwei verschiedenen Gründen kauft. Na, der erste Grund ist, falls es mal eine Inflationsangst gibt oder eine Währungskrise oder ähnliches, dann ist die Wahrscheinlichkeit relativ hoch, dass das Silber sogar das Gold outperformt und nach oben schnellt und dann könnte man es ja theoretisch verkaufen. Fragt sich halt dann nur, in welche Währung, in die Währung, die in dem Moment keiner mehr haben will. Aber das ist vielleicht nochmal ein Thema für ein anderes Video. Der zweite Punkt, warum eigentlich viele Edelmetallfans oder Liebhaber oder jetzt auch andere Leute, die eigentlich mit Edelmetall nie was zu tun hatten, sich darüber Gedanken machen, sich Silbermünzen zu kaufen, reines Silber, 9,99er Feinsilber, ja, also so, solche Münzen hier, dass die... Ja, wenn mal alles, also wenn das gesamte System, einige Dinge sprechen ja dafür, dass wir jetzt zumindest wieder mal eine Rezession ansteht. Es könnte aber auch sein, dass die nicht kommt. Es kann aber auch sein, dass halt irgendwann mal der Korken platzt. Denn diese ganzen Mechanismen, aus denen letztendlich seit 1971, wo der Goldstandard eben aufgehoben wurde, von diesem Zeitpunkt an sind ja einige Krisen entstanden. Ja? Das sind ja nicht nur die Krisen, die jetzt sozusagen die Millenniums kennen, die jetzt 20 Jahre alt sind, sondern auch Krisen davor schon. Ja? Diese Subprime-Krise, die jetzt jeder irgendwie kennt, ja, von 2008, 2007 oder sowas, die gab es im kleinen Umfang ja schon lange davor auch. Ja? Aber das sind jetzt viel zu viele Details. Es geht einfach darum, die zweite Gruppe von Edelmetall-Fans oder Haltern, die sagen sich einfach, naja, irgendwann kracht das alles so zusammen, dass wir letztendlich keine Zahlungsmittel mehr haben. Und dann nehme ich mir eben hier so eine Münze. Ja, warte, ich hole mal kurz eine, warte. Also die ist jetzt wirklich nicht viel wert, das ist nur 18 Euro Rückkaufwert, ne, in so einem Nimbus drin, so zur Motivation, Dekoration, weil es eben schön ist. Das ist dann letztendlich mein Zahlungsmittel. Also da gehe ich dann dafür rum, da gehe ich dann rum, ja. Das Ding hole ich mir dann raus hier, ja, aus meinem Nimbus, ja. Und dann gehe ich damit zum Bäcker und kaufe mir ein Stück Brot oder sowas oder eine Milch. Und die Frage ist halt, vielleicht ist die Milch ja gar nicht so viel wert, ja. Und wenn du im Ballungsgebiet dann leben würdest, wo die meisten Leute wahrscheinlich auch in den nächsten Jahren vermehrt leben werden, wer hat da noch Brot oder Milch dann, ja? Wenn alles wirklich zusammenstürzt, dann ist ja die Supply Chain auch im Arsch und dann musst du halt, dann gehen alle wieder aufs Land oder was weiß ich wohin, ja. Also das sind Szenarien, die wollen wir eigentlich alle gar nicht. Und das erste Szenario ist halt das, dass quasi der Silberpreis einfach temporär wieder nach oben schnellt, wenn es wieder eine Währungskrise gibt und so weiter. Und das kann ich mir schon eher vorstellen auch. Das andere Szenario, das zweite, dass alles zusammenkracht, kann ich mir auch vorstellen, aber will eigentlich kein Schwein. Ja. Und hier jetzt einfach mal, ich habe jetzt nämlich mal vor einiger Zeit hier die Dragon Tiger Münze mal vorgestellt im Video und die hat dann irgendwie 1000 Views bekommen. Und letztens war ich bei meinem Edelmetallhändler und da habe ich mir gedacht, shit,
hätte ich es eigentlich nicht tun sollen, denn ich glaube, damit habe ich den Preis einfach nach oben getrieben. Das ist nämlich eine wundergeile Münze. Also wunderschöne Münze, eine richtig, richtig geile Münze. Also ich habe sowas noch nie gesehen. Also so von der Verarbeitung her, dann ein Spiegel in der Mitte und so weiter. Ist einzigartig. Der Edelmetallhändler sagt sich, ja, das hast du gut gemacht, Thomas. Jetzt ist da so die Nachfrage gestiegen. Also damals habe ich die, hier mal als Beispiel, habe ich die für 25 Euro gekauft. Ja. Und diese selteneren Münzen, die wachsen jedes Jahr im Wert. Ne? Also bei der ist es halt ungefähr so, dass die jetzt hat, von letztes Jahr auf dieses Jahr ungefähr plus 10 Euro gewachsen ist. Das heißt, wenn ich die jetzt zurück verkaufen würde, ja, dann würde ich jetzt halt 35 Euro Verkaufswert. Ja. Dann hätte ich einen kleinen Gewinn gemacht. Der Punkt ist nur der, mir gefällt die so gut und ich nehme mal an, dass die weiter im Wert steigen wird. Normalerweise müsste man jetzt sagen, wenn ich jetzt eine kaufen würde, wollen würde, ne? Nochmal nachkaufen, dann hier ist der Unterschied, der Spread ist vielleicht 5 Euro, dann müsste ich vielleicht 40 Euro hinlegen, ja? Und 5 Euro hat dann letztendlich der Edelmetallhändler verdient. Nee, denkste Puppe, wenn du jetzt halt die Münze hier kaufen wollen würdest, die Tiger Dragon, ja, dann müsstest du 79 Euro hinlegen. Ja? Das ist der momentane Kaufpreis. Ja? Und das ist der momentane 35 Euro, ist der momentane Verkaufs- oder Ankaufswert oder Preis. Ja? Dann hast du hier nämlich einen Unterschied von, ja, sage und schreibe, 35 plus 9 sind Unterschied, Differenz oder auch Marge von 44 Euro. Ne? Und das ist also quasi mehr Marge, ja, als du letztendlich 35 Euro als Rückkaufwert erhalten würdest an Euro. Ja? Und das ist ein sehr deutliches Zeichen, dass die Nachfrage extremst gestiegen ist. Und ich glaube, ich habe mit meinem doofen Video dazu beigetragen. Deswegen habe ich es jetzt auch nur ganz kurz hier gezeigt. Nicht, dass noch mehr Leute dahin laufen und die Münze kaufen und die wird noch teurer. Und ich wollte mir eigentlich noch mal ein paar neue kaufen. Ich glaube, der Zug ist abgefahren, ganz ehrlich. Weil wenn du jetzt hier siehst, okay, die bei jedem der Unterschied zwischen Kauf- und Verkaufspreis, sprich die Marge des Edelmetallhändlers, ist 44 Euro. Und das ist ungefähr 110%, ja, das ist ungefähr 110% vom Ding, also mehr als das Doppelte vom Ankaufswert, dann ist es vielleicht nicht der günstigste Deal und schon gar keine Anlagemünze, ne? Also, weil du müsstest jetzt bestimmt, wenn du jetzt die kaufst, zu 79 Euro, ja, und du hast hier die Differenz von 44 und würdest das, wenn du es sofort wieder verkaufst, würdest du nur das bekommen. Um die 79 Euro zu erreichen im Ankaufswert, ja, brauchst du mindestens 5 bis 8 Jahre, ne? Und das will ja kein Mensch. Normalerweise brauchst du nicht länger wie 1-2 Jahre, also wo ich sie gekauft habe für 25 Euro, und da war der Ankaufswert vielleicht 18 Euro, ne? Das hat genau mal ein Jahr gedauert und schon war ich im Plus. Aber dadurch, dass ich halt vielleicht inklusive durch mein Video, das ich gemacht habe, die Nachfrage dermaßen erhöht habe oder dazu beigetragen habe, ne? Es ist auch wieder ein Jahr vergangen, wenn die Dinge ja sowieso teurer waren, ist schon klar. Ich hätte halt, erwartet, dass sie auf 40, 45 Euro steigt und nicht auf 79, ja? Und tja, was habe ich jetzt gemacht? Ich habe mir einfach das gleiche in Gold bestellt, weil da ist das Ganze nicht so schlimm. Egal, jetzt habe ich schon wieder einen Tipp gegeben, ja, scheiße. Na gut, also ist egal, ich würde halt einfach schauen, dass du nie mehr wie 5-10%, auch wenn irgendwelche Krisen bevorstehen, in diese Metalle halt investierst, weil du hast sie dann irgendwo gebunkert in Schleswig-Holstein, sage ich schon, in, wie heißt es, das ist eine doofe Land da, nicht die Schweiz, dieses kleinere Land da halt, ja, wenn ihr das, Liechtenstein, ja, egal, oder in der Schweiz oder was weiß ich wo, ja,
hast du dann quasi dann das Zeug halt im Ausland, dass du da halt sicher, dass alles verwahrt ist oder so, ne? Und ja, und selbst wenn jetzt zum Beispiel mal angenommen, es kommt die Superkrise oder was weiß ich, ja, bis du dann da wieder Zugriff drauf hast oder ob du da Zugriff drauf hast oder was weiß ich, ja, also das sind halt alles so Szenarien. Mal angenommen, du hast jetzt mehr, ne, wesentlich mehr, ja, also du bist jetzt jemand, der ist vermögender, ja, und will halt auch einen guten Bestand in Silber, ne, also stell dir mal vor, wie schwer allein nur ein Gegenwert von 50.000 Euro momentan ist. Also das sind, glaube ich, irgendwie 20 Kilo oder sowas. Ja? Hast du schon mal eine 20 Kilo Scheibe im Fitnesscenter hochgehoben? Ja? Also das trägst du nicht einfach so mit dir rum. All diese Probleme einfach mit deswegen einfach das Ganze immer schön auf dem Boden bleiben, ja, mit diesen ganzen physischen Edelmetallen, ja. Und wir hoffen das Beste für die Zukunft, dass da eben keine derartigen Krisen kommen. Ja. Es kann gerne mal wieder so eine Euro-Krise kommen. Das kann ich mir auch sehr, sehr gut vorstellen, weil halt einfach das so ein künstliches Gebilde ist. Das ist wie so ein uraltes Gebäude oder wie so ein Fenster, das immer wieder mit so Fensterkit immer wieder gerichtet wird, und dann kommt hier wieder ein Splitter rein und da wieder, und das Ding ist eigentlich schon prädestiniert, dass es auseinanderbricht, so ein bisschen. Ich will jetzt nicht zu negativ sein, aber von daher, ja, würde ich mir doch mal ein Depot anlegen lassen, halt am besten nicht im Bankensystem. Da habe ich gestern auch wieder ein super Video gesehen von unserem Experten, aber da erzähle ich mehr im nächsten Video. Also, das soll es gewesen sein für dieses Mal. Hier ist mein nächstes Video zum Thema, tja, ich denke mal, Edelmetalle investieren, Geld verdienen etc., Unternehmertum. Und hier kannst du meinen Kanal abonnieren. Dann bedanke ich mich, Daumen hoch, und bis zum nächsten Mal. Dein Thomas Klein und tschüss.